Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus dem Märkischen Kreis. Wir sind wieder unterwegs auf den Volmeschätzen. Und zwar haben wir uns heute den Volmeschatz 3 vorgenommen. Der heißt vom Acker, Hof und Vieh, vom einfachen Landleben. Ja, das ist für uns eigentlich eher doch ein Spaziergang. Das sind nur 6,7 Kilometer. Erstaunlicherweise ist es sehr sonnig. Eigentlich sollte es hier bedeckt sein. Ja, und wir haben hier einen wunderbaren Startplatz. Parkplatz ist riesig und wenn ich das richtig sehe, ist dieser Hof, den man hinter mir sehen kann, ein historischer Hof, auf dem man auch heiraten kann. Ja, ich würde sagen, los geht's. Das ist einfach wunderschön hier. Ja, ein paar hundert Meter von der Bundesstraße oder Landstraße hier entfernt kommt man in so ein Seitental. Sehr idyllisch. Schmale Straße, kaputt. Kein Autoverkehr. Ja, man läuft über Asphalt. Ist ein bisschen blöd, aber wunderschön. Nach 4 Kilometern sind wir jetzt hier an dieser wunderbaren Panoramabank angekommen. Leider ist das Panorama nicht ganz so schön, aber wir nutzen sie für eine Mittagspause. Die haben wir uns nämlich verdient. Thank you.
gut, nach ein bisschen mehr als 2 Stunden sind wir jetzt wieder zurück am Parkplatz an der Hesfelder Mühle. Die 300 Meter Single Trail mit der abenteuerlichen Bachüberquerung haben es jetzt bei diesem Weg echt rausgerissen. Ansonsten leider Fehlanzeige, was den Gehbelag angeht. Also wir sind jetzt eigentlich fast ausschließlich über Schotter oder Asphalt gelaufen. Ja, das andere Highlight war die Panoramabank bei 4 Kilometer, wo wir Mittagspause gemacht haben. Landschaftlich sehr, sehr schön. Und immer wieder gab es so kleine Informationshäppchen an den Tafeln. Das war sehr, sehr schön und hat so einen ganz guten Blick vermittelt, wie das hier früher ausgesehen hat und wie die Menschen hier früher gelebt haben. Ja, wenn euch das Spaß gemacht hat, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin!